Randy Kraft wurde unter seinem Beinamen Scorecard Killer bekannt. Ihm werden zwischen 16 und 67 Morden zwischen den Jahren 1971 und 1983 nachgesagt. Da sich in den 70ern so einige Serienkiller auf den Freeways der USA tummelten, konnten ihm letzten Endes nur 16 Morde zweifelsfrei nachgewiesen werden. Randy wird 1945 in Kalifornien geboren und wächst mit seinen drei Schwestern und seinen Eltern behütet in Westminster auf. Er selbst beschreibt seine Familie als politisch konservativ und seinen Vater als distanziert. Er nahm wenig am Familiengeschehen teil, ganz im Gegensatz zu seiner Mutter, die sich trotz diverser Nebenjobs aufopferungsvoll um ihre Kinder kümmerte. In der Schule war der junge Randy beliebt und galt als außerordentlich intelligent. Als Jugendlicher datet er hauptsächlich Mädchen, wusste aber da schon, dass er homosexuell ist. Im Jahr 1964 geht er seine erste Beziehung mit einem Mann ein und beginnt als Barkeeper in einer Lounge zu arbeiten, die sich hauptsächlich an homosexuelle Kundschaft wandte. 1968 erhält er seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und meldet sich zur United States Air Force. Er absolvierte die Aufnahmetests mit Bravour und mit seinem hohen IQ von 129 wird er sofort angenommen. In dieser Zeit outet Randy sich bei seiner Familie offiziell als homosexuell, was diese nach anfänglichen Startschwierigkeiten, vor allem beim Vater, akzeptiert. Ganz im Gegensatz zu seinem Arbeitgeber. Nachdem er seinen Vorgesetzten über seine sexuelle Neigung informiert, wird er umgehend entlassen. Angeblich aus medizinischen Gründen. Eine anwaltlich begleitete Anfechtung ist wenig erfolgreich und er wird seinen Lebensunterhalt fortan als Barkeeper und als Computertechniker bestreiten. 2 Jahre später kommt es zum ersten bekannten Übergriff des bis dahin unauffälligen Crafts. Er gabelt in Huntington Beach den 13-jährigen Joey Fancher auf, der von zu Hause weggelaufen ist, und bringt ihn in sein Apartment mit der Aussicht, dort wohnen zu können. Einmal angekommen, setzt er den Jungen unter Drogen und misshandelt ihn stundenlang. Danach geht er zur Arbeit. Der verwirrte Joey nutzt die Situation und flieht aus der Wohnung in Belmont Shore und wird kurze Zeit später von der Polizei aufgegriffen, nachdem Anwohnern aufgefallen war, dass er offensichtlich verwirrt und intoxikiert durch die Straßen wandelte. Nachdem Joey der Magen ausgepumpt wurde, teilte er den Beamten mit, was passiert war, räumte allerdings ein, die Pillen freiwillig eingenommen zu haben. Die Polizei durchsucht anschließend zwar Randys Wohnung, da sie dies aber ohne Durchsuchungsbeschluss durchführten, wurde anschließend keine Anklage erhoben. Ein tragischer Fehler, denn vielleicht hätten hier schon die Taten eines der grausamsten Serienkiller im Keim erstickt werden können. Die Triebe des Serienkillers waren entfesselt. Zwar hatte Randy weiterhin Liebesbeziehungen zu anderen Männern, wurde aber laut deren Aussage niemals gewalttätig. Die ausschließlich männlichen Opfer, die sich Kraft in den folgenden Jahren sucht, foltert er teilweise bestialisch. Einige hing er mit den Füßen nach oben an einen Baum auf, folterte sie mit Feuer oder dem Zigarettenanzünder seines Autos und stieß ihnen verschiedene Gegenstände in After und Penis. Manchmal zerstückelte er sie lebend. Die Leichen seiner Opfer entsorgte er auf den Freeways der Umgebung, indem er sie während der Fahrt aus dem Auto stieß. Ihnen wurden oft Socken in das Rektum gepresst, später sogar die eigenen Genitalien. Oft wiesen die Opfer neben den Verbrennungen auch Schnittwunden und Bissverletzungen auf, die diesen noch bei Bewusstsein zugefügt wurden. Letztendlich starben sie den Tod durch Erwürgen oder Ersticken. Eines hatten die Opfer gemein. Sie hatten allesamt eine hohe Konzentration Alkohol im Blut und waren mit verschiedensten Betäubungsmitteln ruhiggestellt worden. Unter anderem mit Valium, Lorazepam oder Propranolol. Auch hohe Dosen von Paracetamol wurden gefunden. Nach über einem Jahrzehnt geht der Polizei der unbekannte Serienkiller ins Netz.
Am 14. Mai 1983 um 1.10 Uhr entdeckten zwei Polizisten der California Highway Patrol einen Toyota, der auf der Interstate 5 einen auffälligen Fahrstil pflegt. Die Beamten beobachteten, wie das Fahrzeug einen illegalen Spurwechsel durchführte und gaben dem Fahrzeug, im Verdacht, dass der Fahrer betrunken war, ein Zeichen zum Anhalten. Der Fahrer bremste ab, stieg aus und schüttete dabei den Inhalt einer Bierflasche auf die Straße. Officer Michael Sterling näherte sich dem Mann, der sich als Randy Kraft identifizierte, von seinem Streifenwagen aus und stellte fest, dass seine Jeans aufgeknöpft war. Sterling ließ Kraft einen Alkoholtest durchführen, den er nicht bestand. Daraufhin wurde er wegen Trunkenheit am Steuer in Gewahrsam genommen. Sterlings Partner, Sergeant Michael Howard, näherte sich dem Toyota und beobachtete einen jungen Mann, der mit geschlossenen Augen auf dem Beifahrersitz zusammengesunken war, teilweise von einer Jacke bedeckt. Mehrere leere Bierflaschen und eine offene, verschreibungspflichtige Packung Lorazepam waren um seine Füße verstreut. Howard versuchte, den Mann zu wecken, erhielt aber keine Reaktion auf seine verbalen Bemühungen und versuchte, den Mann durch Armschütteln aufzuwecken. Er stellte fest, dass Crafts Beifahrer eine sehr niedrige Körpertemperatur hatte, und als Howard nach einem Puls fühlte, bestätigte sich der Verdacht, dass der junge Mann nicht schlief, sondern tot war. Außerdem hatte er gut sichtbare Strangulationsmerkmale um seinen Hals herum, und als Howard die Jacke vom Schoß des Opfers anhob, stellte er fest, dass die Jeans des Opfers geöffnet worden war, um seine Genitalien freizulegen. Außerdem waren die Hände des Opfers mit einem Schnürsenkel gefesselt. Später würde der arme Mann als Terry Lee Gambrill identifiziert werden, einem 25-jährigen Marine, der auf dem Luftwaffenstützpunkt El Toro stationiert war. Auf dem Rücksitz des Wagens fanden die Ermittler einen Gurt, dessen Breite dem Bluterguss von Gambrills Hals entsprach. Andere belastende Beweise waren Alkohol, Beruhigungsmittel, verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente und Stimulantien. Der Beifahrersitz und der Teppich des Fahrzeuges waren stark blutbefleckt, Gambrill hatte jedoch keine offenen Wunden. Die Polsterung wurde für eine forensische Analyse entfernt, deren Ergebnisse bestätigten, dass das Blut menschlich war. Unter dem Teppich entdeckten die Ermittler einen Umschlag mit über 50 Bildern junger Männer in pornografischen Posen. Viele der Personen auf den Bildern schienen entweder schlafend oder tot zu sein. Im Kofferraum fanden die Ermittler einen Ringordner mit einer handgeschriebenen Liste von 61 kodierten Notizen. Die Liste, die Randy den Beinamen Scorecard Killer einbrachte. Eine Durchsuchung von Crafts Wohnung ergab weitere belastende Beweise, darunter Kleidung und persönliche Gegenstände zahlreicher junger Männer, die im letzten Jahrzehnt ermordet worden waren. Fasern, die einem Teppich entnommen wurden, stimmten mit denen überein, die beim Opfer Scott Hutches gefunden wurden. Darüber hinaus wurde die Couch in Crafts Wohnzimmer als die Couch identifiziert, die auf den Fotos aus Crafts Auto gezeigt wurde. Eine entdeckte Filmrolle zeigte auch die Opfer Eric Church und Roger DeVol, die in Crafts Auto saßen. Eines dieser Bilder zeigte deutlich ein Würgemal an DeVols Hals. Es wird angenommen, dass sich die kodierte Liste von 61 sauber geschriebenen Begriffen und Sätzen, die in Crafts Auto gefunden wurde, auf jedes von Crafts Opfern bezieht. Viele Einträge erscheinen harmlos, aber es wird angenommen, dass sich jeder auf ein bestimmtes Mordopfer oder einen Doppelmord bezieht. Mehrere Einträge beziehen sich eindeutig auf die Namen der Opfer. Zum Beispiel bezieht sich der Eintrag EDM auf die Initialen des Opfers Edward Daniel Moore, während sich Vince M. auf das Opfer Vincent Mestas bezieht. In anderen Fällen weisen Einträge auf Folter oder Verstümmelung hin, die an den Körpern der Opfer und oder an den Orten, an denen sie zuletzt gesehen wurden, vorgenommen wurde. Der Eintrag Marine Head BP beispielsweise soll sich auf das Opfer Mark Marsh beziehen, einen Marine, der enthauptet aufgefunden wurde, nachdem er zuletzt per Anhalter in Richtung Buena Park gesehen wurde.
Andere Einträge beziehen sich einfach auf die Stellen, an denen die Körper abgelegt wurden. Der Eintrag Golden Sails beispielsweise verweist darauf, dass die Leiche von Craig Joannides auf dem Parkplatz der Golden Sails Hotels gefunden wurde. Die Liste enthält auch Einträge, die auf mindestens 4 Doppelmorde hinweisen. GR2, 2-in-1 Beach, 2-in-1 Hitch und 2-in-1 MV2PL. Die beiden letzteren konnten nicht aufgeklärt werden. Die Ermittler behaupten, dass die Opfer Church und Gambrill, derer Morde Kraft verurteilt wurde, nicht auf der Scorecard aufgeführt sind. Da die Liste jedoch verschlüsselt ist, besteht die Möglichkeit, dass insbesondere Church tatsächlich als Eintrag in die Scorecard aufgenommen wurde, den die Ermittler aber nicht als auf ihn beziehend erkennen konnten. Randys letztes Opfer, Gambrill, könnte auch bereits in die Liste aufgenommen worden sein, obwohl Kraft, als er versuchte, die Leiche zu entsorgen, festgenommen wurde. Möglicherweise fehlt sein Eintrag aber noch. All dies deutet darauf hin, dass die Scorecard mindestens 65 und möglicherweise insgesamt sogar 67 Opfer auflistet. Der Prozess gegen Randy Kraft, in dem er wegen 15 Morden, Sodomie und Entmannung angeklagt wurde, dauerte insgesamt 13 Monate und geht als einer der teuersten Prozesse in der Geschichte von Orange County ein. Die Geschworenen beraten sich insgesamt 11 Tage, bis sie Randy Kraft für schuldig des Mordes in 16 Fällen befinden. Richter Donald McCartin verhängt das Todesurteil gegen Randy Kraft am 29. November 1989. Kraft befindet sich bis heute im Todestrakt des San Quentin State Prison. Er bestreitet weiterhin die Schuld an einem der Morde, für die er sowohl verurteilt als auch verdächtigt wird. Bis heute steht im Raum, dass Kraft bei seinen Morden nicht allein gehandelt haben kann. Diese Vermutung wird von Indizien als auch DNA-Beweisen gestützt. Außerdem ist es nicht sehr glaubwürdig, dass Kraft die teilweise bis zu 90 Kilo schweren Leichen allein bewegt haben will, geschweige denn ohne Hilfe aus dem fahrenden Auto geworfen hat. 22 von Krafts geschätzten 67 Opfern bleiben unentdeckt bzw. nicht identifiziert. Kraft selbst hat sich nie zu seiner Scorecard geäußert.